Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der NF-Marsch. Wir machen heute Mais. Und sobald trocken ist, geht es mit Hopfenernte los. Dann springen wir mal von Acker zu Acker. Also Hopfenernte ist ganz wichtig, dass die reinkommt. Ist reif. Gras noch nicht dergleichen. Aber ist noch ein Wachstum. Vielleicht kommt noch was. Entschuldigung. Ja, schau mal, ne? Wir haben noch ein bisschen was zu ernten hier. Ein Maisfeld haben wir noch. Und da überlege ich wahrscheinlich, ob wir da Kölner Mais nehmen. Oder im Frühjahr verkaufen können. Aber wir müssen noch was verkaufen. Das, Weizen und Gerste wollte ich für Bier nehmen, Entschuldigung. Und die Kale wollte ich auch verkaufen, um ein bisschen Geld zu anzukommen. Weil die müssen wir ein Gebäude kaufen. Und da können wir einsteigen in die Bierproduktion. Natürlich, unsere Pelletsfabrik arbeitet fleißig weiter mit Stroh. Hoffe ich mal, ne? Das Ding war ja fast voll. Hat sich gut gelohnt. Und alle anderen schauen wir ja später, ob das klappt. Und der kann auch sammeln, also von daher. Ja. Nehmen wir an, dass Kartoffel und Rüben auch bald reif werden. Ich schätze mal übermorgen im Spiel, also im späten Herbst. Oder Ende Herbst, ne? Das haben Mitte, später, oder letzten zwei Tage. Er meldet zum Glück trocken. Bis jetzt. Wetter kann sich immer ändern, also das ist nicht berechenbar. Auch hier spielen nicht. Vorhersagen, was später ist, ist unberechenbar. Also nicht darauf verlassen. Er meldet ja hier Frost bis minus 7 im Winter. Da können wir gut Holz machen, das ist alles, was wir machen können. Und im Winter stellen wir um auf 3 Tage. Und zwar genau zum Frühlingsbeginn. Schätze ich mal. Oder mittendrin, ich weiß auch nicht genau. Hat er sich aufgehängt? Irgendwo. Ich will den Hänger leer kriegen, ne? Und möglichst verteilt. Gut, verdichten und verteilen müssen wir auch noch machen, das ist kein Problem. Dafür haben wir ja das Geld schon da. Also solange wir rechts vorbeikommen, kippen wir das mal so ab. Obwohl, man kann ja mal ein bisschen verteilen. Na, nee, das. Der Hexer wird ja auch bezahlt, ne? Ja, genau. Also das mit Lohn, das verstehe ich überhaupt nicht. Also. Könnte ja auch ein Fehler im Dings sein, im Kursplay irgendwann eingeschlichen. Weil nämlich auch bei den Spielständen entsprechend das gleiche Problem auftritt. Ich meine, schlimmer wäre, wenn das mehr abgezogen worden wäre oder so, ne? Dann wäre es ganz schlimm. Aber das ist nicht der Fall. Müssen wir wieder nach links. So, auch mal Musik hören, ne? Wenn ich dran gehe. Irgendwann gehe ich mal weiter weg und dann ist es zu weit weg. Zwei, drei, vier, sechs, neun. Ja, ich zähle deswegen. Ich will heute die 14 voll machen, im Anschluss bearbeiten und dann auch schon hochladen. Dass ich morgen in aller Ruhe dann nachher vormittags noch andere Arbeiten erledigen kann, die wichtig sind, Haushalt und so. Ansonsten möchte ich ja eine Woche auch nicht machen, ne? Wie waschen zum Beispiel, mache ich ganz gerne am Wochenende.
Mein Stromtarif ist am Wochenende am besten. Da zahle ich am wenigsten. Und wenn ich jetzt eine Woche waschen würde, wäre das, naja. Es würde mir nicht arm machen, aber es wäre ja blöd, ne, wenn man das dann machen würde. Also richtig die teuren Sachen, wie jetzt Backofen und so alles, das, größere Gerichte, das mache ich dann alles am Wochenende. Oder spielen zum Beispiel, ne? Hab mich mal dafür entschieden, ob das im Ganzen billiger wird. Na gut, bezweifle ich mal ganz groß. Aber wenn man das ein bisschen geschickt macht, dann kann man am Wochenende und an Feiertagen günstig Strom nutzen. Für knapp 5 Cent aktuell. Und in der Woche ist er viel teurer, ne? Mit 9, aber. Habe ich auch lange überlegt, aber. Sehr lange überlegt dafür, aber gut. Ich habe mal so entschieden und leider ist immer für ein Jahr, ne? Das ist immer ganz ungünstig. Und erst mal eine Rechnung kriegt, dann ist es zu spät. Aber Strom ist eh gestiegen, also seitdem ich hier spiele und aufnehme, brauche ich mehr Strom. Aber auch deswegen geschuldet, weil ich mit 3 Monitoren arbeite, aktuell mit 4, mit dem zweiten Rechner. Und zweiten Rechner dazu. Wo hängt er sich hier auf? Das kann doch gar nicht sein. So, wieder zumachen. Normalerweise drehe ich einen zu, aber den Augenblick nicht. Und fahre ich hin zum Häcksler und er macht schön rein und ich habe eine leer, weil er gleich wieder rausschmeißt. Dann kann ich aufsammeln hinterher. Und das kann's ja, ist ja so nicht gewollt, ne, von mir, ne? Ups. Ups. Ja, Carambolage hier. Naja, so ganz blöd, da muss ich wieder drehen. Ah, nee. Ja, Mais könnte man nächste Mal machen, sogar auf 13, nur der Weg ganz schön weit, ne? Ach so, auf 1 und auf 14 wollte ich Mais machen, da ist ja aktuell jetzt Raps gewesen. Und dann könnte ich natürlich auch hier auch Raps ausbringen, also Raps wäre hier dort auch möglich. Und das wäre ganz gut, also Raps wäre hier eine gute Option. Und das können wir auch mal aussehen im Herbst, ne? Dann schauen wir näher auf Feld Nummer ich glaube 44 und 36. Ob wir da, wenn wir noch Gras ernten können, dann ernten wir auch Gras. Also das möchte ich dann noch versuchen. Ich weiß nicht genau, ob wir da jetzt noch düngen müssten. Müsste ich mal kurz schauen. Düngen. Und zwar auf der 36, da wollen wir mal Gras aktivieren. Und zwar gucken. Es ist ja noch ein Wachstum, solange es grün ist. Also die 44 wird garantiert nichts. Also das ist von der Stufe her. Ah, das wird nichts mehr. Glaube ich eher nicht. Dass es da was wird. Denn die Grasfelder, die ich jetzt gemacht habe, sind ja alle durch. Die 40 wäre noch zu, wär auch noch Gras, aber will ich extra nicht kaufen. Würde das Geld sowieso fehlen. Ansonsten müssten wir also vom Wachstum her unwahrscheinlich. Gedüngt wäre es voll. Die 44 müsste also so gepflügt werden. Aber gedüngt wäre das nicht voll. Das wäre eine Sämaschine, wollte ich aber zwölf ernten. 9, 12, ach, war aber schon fertig gewesen, na gut, naja. Ja, also düngen brauche ich die 36 nicht mehr, würde ausreichen. Ja, ansonsten
Mal schauen, vielleicht wird es noch mal einmal gelb, ne? Also gelb, Reifegrad. Probieren können wir es ja mal, ne? Dass es klappt. Ansonsten muss man die 44 flügen. Müsste aber jetzt einen starken Traktor haben. Den habe ich gerade. So. Muss ich sehen, was ich mache hier am besten. Ich kann immer nur eins machen, ne? Mais oder Pflügen. Also Pflügen geht auch noch alleine, aber muss man einstellen, ne? Müsste ich ganz kurz hier leer machen. Also das noch fahren lassen, kurz ausschalten. Der Sprit nicht leer wird hier. Dann machen wir den aus und dann gehen wir bei und pflügen. Müssen wir den Traktor tauschen hier. Und der hat die nötige PS. Den kurz ausmachen. Mais. Auch mal noch ein Wachstum. Also Körnermais könnten wir gar nicht mehr machen, aber gut, Häcksel geht schon. Kurz entlassen. Und aus. Dann nehmen wir den Traktor hier mit. Und dann werden wir ganz kurz den Flug schnappen oder den Flugersatz mal haben dafür, ne? Und dann düsen wir auf Feld Nummer 44 und flügen das dann gleich mit Crossplay. Macht er ja ganz kostengünstig, ne? Allerdings. Und vielleicht hat jemand breite Reifen aufziehen. Hat er vorne Gewicht? Nein. Dann muss ich mir ein Gewicht suchen. Die Traktoren mit den Mähwerken wollte ich eigentlich nicht aneinander Schaum bauen, weil wenn wir nochmal mähen könnten, dann würde ich ganz gerne das auch tun. So, wo haben wir ein Gewicht? Schauen wir mal, gucken. Steht nichts rum, ne? Machen wir das mal. Das mit den Gewichten ist noch ein bisschen schwierig, weil ich da keinen Platz für habe. Beziehungsweise mich noch nicht entschieden habe, wo stelle ich es hin, ne? Da sehe ich keins. Extra einkaufen wollte ich nicht. Wir haben garantiert welche umzustellen. Also ohne Gewicht pflügen, das machen wir gleich probieren. Sonst haben wir Gewichte hier drin gehabt, in der Halle. Haben wir nicht. Gut, dann werden wir ganz kurz ummogeln. Kurz tanken. Und dann reparieren wir gleich, dann machen wir auch Breitreifen. So, Reifen Standard. Breitreifen, ne? 600 PS zurzeit. So, was hat er Breitreifen? Jetzt werden wir uns den Flug schnappen, der da hinten steht. Meinen großen Unterschied kann man nicht erkennen, ne? Düsen wir kurz hin zum Flug. Beziehungsweise Flugersatz ist eigentlich ein Grupper, der als Mod umgeskinnt wurde, kannst du sagen, also einen anderen Arbeitsdings bekommen hat. So, den werden wir gleich schnappen hier. Oh, Traktoren, da können wir einen da haben wir gleich ein Gewicht. Für ein Dings brauchen wir auch ein Gewicht. Mit Gas, Junge. Das ist einmal 1600 und 1600. Ach, die brauchen alle Gewichte letztendlich beim Ziehen von Dings brauchen sie auch Gewicht.
Dann fahren wir zum Händler und kaufen wir einen. Lange suchen tun wir nicht hier wegen Gewicht. Das kostet ja auch kein Vermögen. Aber ohne Gewicht beim Flügen ist oder im Gruppe auch, wird es auch schlecht sein. Also, sobald man schwere Lasten ziehen muss, ist das plus. Wenn er noch nicht in Erde festhält, ne, ist das auch äußerst besser, wenn man da natürlich längerfristig würde ich mir so andere Traktoren kaufen. Aber ich muss sehen, man muss Geld für da sein. So, machen wir Gewichte. Beim Händler natürlich. Kategorie Gewichte, da haben wir das schon. So. Da habe ich eigentlich auch zu viele Gewichte. Ich verwende eigentlich nur von Suhe. So, das ist ein roter Traktor, nehmen auch ein rotes Gewicht. So schön, ja. Da liegt das schon, ein bisschen ranfahren. Fahren wir über die Wiese, ausnahmsweise. Hier überlege ich auch, dass wir hier, ist auch groß genug für Weizen und für Gerste. Ein Drescher kann gut mit arbeiten. Nebenbei. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sage ich hier mal Tschüss um die Gewinke. Ja, man hört und sieht sich dann zur nächsten Folge wieder, denke ich mal, ne? Tschüss. Würde mich freuen drüber. Tschüss.